Also gut? Ja klar, aber ja. Bei dir? Das ist der Marco. Der Marco kümmert sich hier um die schicken Räder und vor allem um die schicken Fahrräder. Ganz genau, ja. So, was machen wir denn Schickes? Was machen wir denn Schickes? Ich würde mal sagen, wir bauen erstmal dein Auto um, ne? Ja, erstmal Räder runter. Und erstmal gucken wir deine Räder an, oder? Ja, und gucken, was wir einbrüstigen technisch kriegen. Machen wir, ja. Okay, gehen wir hoch. Los geht's. Unser Hauptproblem ist nämlich folgendes, wir haben vorne eine viel zu große Bremsanlage und wir wollen ja Deep-Concave-Räder. Und Deep-Concave, komm mal anfangen. Und folgendes Problem nämlich, wir haben eine 380er Bremsanlage auf der Vorderachse und der Sattel baut sehr, sehr stark auf. Und die Deep-Concave-Räder, wie es ja schon sagt, Deep-Concave, muss hier dran vorbei. Und das testen wir jetzt, ob wir vorne Deep fahren können oder vorne die Plane fahren können. Was aber sicher ist, ist, dass wir auf der Hinterachse auf jeden Fall Deep fahren. Ja, Felgenschluss ist wie immer, es ist immer so, man fährt erst hoch, geil, wie Frittenfett, und dann ist Felgenschluss erst drin. Wollen wir probieren, ja. Habt ihr die Bremse eigentlich schon genau gesehen? Nein, ne? Ist sie noch warm? Nein, ist sie nicht. Schon wieder grün. Ey, die Klötze sind für 4000 Kilometer schon ganz runtergeballert, ey. Ja, gucken wir mal, ob vorne Deep passt. Und dann gucken wir mal, wie meine Stimmung bleibt. Cool, hoffentlich. Ja, da hoffe ich auch, ey. Na, ihr wisst, was das Problem ist. Das Ding ist einfach, das hier, das muss einfach hinhauen. Da muss der Winkel vorbeikommen. Ich hoffe. Stark. Sehr stark. Ja. Was gibt's noch? Bei MB Design ist sehr geil. Die machen ihre Felgen, ihre drei Teile alles selber. Komm mit. Ich bin immer drauf. Ah, das ist doch scheiße jetzt hier. Scheiße. Ja gut, dann lass mal normal holen. Aber hinten passt, ne? Komm, guck mal hinten einmal. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, hinten ist schon mal easy. Aber ich denke dir bestimmt, die Farben bleiben so, ne? Das bleibt so grau. Die Farben bleiben nicht so. Die Farben werden krass. Jetzt wisst ihr ja schon mal, welches Rad. Also klar, auf den RZR kommt eine KV1 MB Design. Und der schönen Kombination ist auch gut. Vorne Normalkonkav und Starkkonkav. Jetzt willst du meine Laune wiederholen, ne? Ja, logo, die muss ich wieder hochholen, oder? Vorne Konkav, die Konkav wäre ja gar nicht so cool, ne? Ah, komm. Ja, also. Die Kombination macht aus. Dass der Schocker kommt, ne? Dass man vorne sagt, oh, schöne Felge, oh, boah, guck mal hinten. Gib mir noch mehr. Gib mir mehr hinten. Jawohl. Und vorne, oh, ja. Hin, boah. Aber geiler wäre doch, boah, boah. Ja, das ist halt zu. Ja. Also, normal. Normal. Okay. So, jetzt ist ja die Farbe. Lackiert wird nämlich alles im Haus. Individuell. Da gucken wir uns nämlich an. Okay, ich stehe jetzt mal ins Büro, komm dann wieder, okay? Ja, okay. Gehen wir mal kurz zum Lackierer, ne? Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Hi, ist sie gut? Zwei. Ja. Ich bin gespannt. Farbenmäßig. Ja, ich habe dir da was vorbereitet, was richtig auffällig ist. Ja. Einmal in Blau. Ja. Okay. Und ein richtig geiles Neongelb für den Stern. Ja, das war's. So, ja, dann auch mal rein. Alles klar. Bin gespannt. Du lackierst dir erstmal komplett blau vor, ne? Ich mach dir jetzt erstmal blau, ja. Komplett. Genau. Weil, ganz ehrlich, das ist wirklich das Krasse hier. Der Aufwand ist so extrem, weil du musst ja eigentlich quasi einmal die ganze Felge blau lackieren. Dann musst du, damit das Neongelb von dem Stern rüberkommt, einmal weiß lackieren und dann gelb hier drüber lackieren. Und das Schwierige ist,
Das muss ja gleich alles perfekt abgeklickt werden, wenn die Felge blau ist. Das zeigen wir uns aber gleich. Ja, dann muss der Meister blau machen. So, jetzt haben wir hier eine blaue. Und jetzt klebst du per Hand, ohne Schablone, jeden genau. Speicher. Jede einzelne Speicher, ja. Magst du deinen Job? Ja, mein Job macht mir Spaß. Oh, ist doch, das, da bist du doch rammdösig. Ja, wenn es Spaß macht. Mach mal. Ich könnte das nicht. Ich würde quasi die erste Speicher rausbeißen, nachdem ich die erst abklebt habe. Du musst mir aber ein bisschen Platz lassen. Ja, mach ich. Dass ich hier drauf komme. Hast du schon ein paar Mal gemacht, sagst du, ne? Wöchentlich ein Satz. Ne? Und das ganze Gefummel hier kostet 800 Euro pro Felge. Genau. Und farblich, worauf du Bock hast. Egal, was geht, ja. Also, braune Röhre, pinker Stern. Genau. Wobei eigentlich geil wäre, ne? Das wäre... Wäre ziemlich Porno. Das wäre Porno. Das wäre pornös, quasi. Ja, das musst du auch jeden Tag machen, ne? Ja. Und dann klebst du es mit dem Kleinen und dann kommt der hier. Ich klebe das Kleine vor. Mhm. So. Mhm. Dann. Ja, lass ihn doch mal in Ruhe arbeiten. Ich lass ihn doch arbeiten. Ja. Du, hältst ihn ja, du machst ihn ja nervös, du. Mach ich ihn nervös? Jetzt pass auf, was du sagst. Ja, komm. Wir gehen los. Wir gehen. Willst du mal ein bisschen, soll ich dir mal den Betrieb zeigen? Zeig mal. Kann er das nur fertig machen? Ja. Ich hab ein Auge. So, los geht's. Perfekt. Ah, Kalender, ja, richtig. Was haben wir denn für ein Datum? Wahrscheinlich. Okay, gecheckt, weiter geht's. Perfekt. Wie viele Räder habt ihr denn auf Lager? Wenn ich das Lager hier sehe, ist das schon nicht ganz klein. Ja, okay, das ist ja nur die erste Etage. Wir haben ja drei Etagen übereinander. Ja, drei Etagen? Drei Etagen, ja. Also hier unten haben wir eigentlich schon... Wir können auch gerne mal hochgehen lassen. Wir haben hier also die Paletten gestapelt. Kartons habe ich schon mal gesehen. Ja, Kartons hast du schon mal gesehen. Dann ist hier eigentlich schon mal unser Herzstück von hinten. Ja. Das ist die TNT-Bearbeitung, die können wir dann auch noch mal zeigen, wo wir... Ich hab das gerade schon einmal geguckt. Hast du schon geguckt? Ein bisschen. Ja. Na komm, zeig noch mal. Oh, ich hab doch auch eine TNT-Fräse, oder? Hast du die noch nicht gesehen? Nee. Ah, da müssen wir uns die anschauen. Dann schauen wir uns die mal an. Ja. So eine richtige TNT. Ja. Mit allem drum und dran, alles was du willst. Ich bin gespannt. Ja. Los geht's. Gehen wir. Auf geht's. Lass mich raten, das ist sie. Das ist sie. Also das ist sie nicht, ne? Ja, von der Drahthilfe. Ja, aber das ist ohne das nichts. Das ist auch wieder recht, ja. Ne? Ja. Bevor du fragst, sein Job macht ihm auch Spaß, gell? Das macht dir dein Job auch Spaß? Na klar. Dein Job macht auch Spaß. Also im Vergleich zu dem Abkleben und so, wenn ich ja. Durchdrehe. Ja, ich auch. Ja. Hier, made in Germany. Ja. Aber was noch viel wichtiger ist, ja. By MB Design. Ja, made in Germany by... MB Design. Können wir den mal in lackiert sehen, den Stern? Also wie das dann das fertige Produkt aussieht? Genau. Haben wir bei vorne mal vorstellen, Leute. Ich habe ja schon vorhin ein bisschen geguckt. Komm her. Auf so einem Rolling, auf so einem Cookie, dreht die Maschine den Stern, was wir gerade da gesehen haben. Ich zeige euch mal, wie das schnell fertig aussieht. Komm mal mit. Da gehen wir mal den Hintergang nach vorne. Ja. Hallo. Hallo. Ne? Ein Besuch bei MB Design lohnt sich quasi immer. Ja. So. Da
Da haben wir hier ein fertiges Modell. Ja. Ist jetzt für die russische Goldmatt. Wie es eigentlich auch schon bei ein paar Fahrzeugen drauf ist. Mhm. Wäre es dann möglich, wenn Kunden einen individuellen Stern haben wollen? Weil wenn ihr das eh ja schon macht, dann machbar ist alles. Machbar wäre das, ne? Geil, geil, geil. Ja, gut. Hier werden Männer träumen wahr. So oder so. Warum lachst du denn so? Marco, warum lachst du denn so? Ich weiß, was du meinst. Was meinst du denn? Weiß ich auch nicht. Hallo. Hallo. Geh, Fabian. Hallo. Tschüss. Hast du die Augen gesehen? Ciao. So, da sind wir wieder. Warst du gepennt oder was? Nee, das ist schon fast fertig. Das ist ja natürlich... Das ist aber jetzt hier mager. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das braucht also wenn Zeit, wir rausgehen, brauchst du nicht so hier stehen. Tja. Nein. Fertig applikiert sich das Ganze nämlich so aus. Quasi das fertig lackierte, das blaue, ist komplett abgedeckt und nur der Stern, der gelb wird, ist nur noch frei. So. Deine 3D-Dinger da, ne? Deine Sterne, die CNC-Dinger. Kann ich mal sehen, wie er das schreibt? Oder wie das so läuft, wie lange das dauert? Klar, komm mit, gucken wir uns an. Ich könnte hier einziehen. Ja? Was ist hier mit dem Kalender? Hast du noch nie eine Frau gesehen? Ja, auch immer hier. Ja. Chefe. So. Siehst du, er macht doch gerade was. Hier unser LV1-Rad. Ja. Jetzt hat er umgeschaltet auf LV1. Siehst du, das hier so eine interne Festigkeitsprüfung, die er macht. Und zwar, was das Interessante daran ist, man kann in diesen Diagrammen erkennen, wo die Spannungsverhältnisse sind. Wenn die Felge einseitig belastet wird oder gezogen oder gedrückt wird, sieht man dort, wo vielleicht kritische Stellen sind, die Spannung aufbringen können oder wo die Felge an sich sogar reißen oder brechen kann. Okay, können wir sogar die Bewegung sehen? Geil. Seht ihr das? Blaues tendieren gegen Ruhezustand, ne? Genau. Und umso können wir noch ein bisschen mehr Schwingung auslösen? Das geht in dem Fall nicht. Aber wir sehen ja schon hier, dass bei dem Versatz, ich meine, diese Situation wird im Auto normalerweise niemals auftreten, dass du das hier hinbekommst, dann müsste nämlich quasi die Achse, sagen wir mal so, wenn das passiert, sieht das Auto drumherum schlecht aus. Ja, dann ist eigentlich schon Ende im Gelände. Aber wie wir sehen, wenn der Stern sich so viel bewegen könnte oder würde, wäre halt die Materialbelastung am Ende der Speiche relativ hoch. Aber der Kern bleibt immer noch sehr solide, weil da auch der Verbindungspunkt ist, zu tragen soll, also zur Achsverbindung, zur Bremsscheibe an sich. Geil, geil, geil. Ja, mittlerweile müssen die Räder fertig sein, ne? Ich denke mal, jetzt hat er es geschafft. Ja, ne? Jetzt hat er es geschafft. Zweite Versuch. Er hat dich vom Kalender losgelassen. Wenn er schneller ist als der EWM-Mann, dann sind sie fertig. Ja. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist. Die Leute wissen gar nicht, wer du bist. Markus Brandt, der Inhaber, der Chef. Markus Brandt. Das ist Zufall, die Firma heißt MB, ne? Unglaublich. Das ist schon komisch. Unglaublich. So. Markus Brandt, MB Design. Genau. Patrick, ist das Rad endlich fertig? Ja klar, das ist fertig. Ich will aber auch Zeit. Sensationell. Leck mich in der Tasche. Genau so soll es aussehen. Das ist aber mal gelb. Ist das geil oder ist das geil? Ja, das ist auch Montage. Sexy, sexy. Auf geht's. Keine Zeit hier. Zack, zack. Oh, der Kollege, der die Reifen hier aufzieht, sieht auch so aus, ob er die Reifen auch ohne Maschine aufziehen kann. Man braucht die Maschine überhaupt noch, Hase? Fast nicht mehr. Fast nicht mehr, ne? Du beißt die da drauf, die Dinger, ne? Streichen die drüber. Ja. Was mit der Karte hier macht, das Ding gerade? Ah ja, hier, hier. Zum passenden Rad. Ja. Natürlich auch den passenden Reifen. Ja, hier. Klar, wollen wir nicht vergessen. Ja, hier. Dunlop. Ja. Wie war das? Dunlop, was sonst? Ja. Bester Reifen. Ohne Scheiß, das ist wirklich der beste Reifen. Bei dem ist vor allen Dingen das Geile, dass die Höhe sehr gut verhält im Vergleich zum Grip, weil es gibt super geile flache Reifen, die fahren nur mit Sackmuscheln. Ja. Der fährt geil, sieht geil aus, ja. Und als Leistung ist geil.
Ist das geil oder ist das geil? Und es ist auch mal gelb, ne? Mehr gelb geht gar nicht. Alter. Aber beim Fahren hier, fahr. Das ist ich fahr nehmen? Das ist krass. Sei vorsichtig, ne, in der Leistung. Ja, klar. Scheiße. Scheiße. Zieh das rein. Aber hallo. Ich freue mich. Kommt der wieder? Warum zieht das so? Ey, das ist beim Fahren schon ganz schön heftig. Jetzt nicht erwarten, ganz ehrlich. Puh. Ja, Danke sehr. Komm her. Rechnung kommt? Ja, danke sehr. Rechnung kommt an mich. Hey, super. Wir sind weg. Danke, tschüss. Ciao.